Ja, ich glaube, das ist kein schönes Thema im Fußballsommer Deutschlands war. Nicht für uns, nicht für den Spieler und auch nicht für Bayer Leverkusen, meine ich. Also den Spieler kann man da zugute halten, dass er noch jung ist, dass er einfach lernen muss. Ich glaube, um auch ein guter Fußballer zu sein, muss man nicht nur am Platz gute Bälle spielen oder schöne Freistöße und auch mal 1:1 gewinnen, sondern es geht auch, es kommt noch mehr dazu, was auch Matthias schon angedeutet hat, was ums Team ist, was Spirit bedeutet, was Zusammenhalt bedeutet, was Verantwortung für sich und für sein Team zu übernehmen, für seinen Club, was Abmachungen bedeuten. Sag mal, das war eher ungenügend, aber das ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war. In Summe dann doch. Natürlich wünschte man sich, dass man auch die Möglichkeiten hat zu sagen, einfach mal, okay, wenn du nicht magst, was wir dir sagen, dann machen wir es so, wie wir es denken. Da waren uns natürlich auch wirtschaftlich so ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich glaube, dass es in Summe die richtige Entscheidung war. Wenn sich ein Spieler so aus der Gemeinschaft bewegt, dann glaube ich, hätte ich jetzt meine Probleme gehabt, zusagen zu können, dass wir ihn wieder hundertprozentig integrieren. Und das war am Schluss, gab das dann auch den Ausschlag.